Die westliche Idee des Selbstbestimmungsrechts stand Pate, als die 6,5 Millionen Einwohner von Uganda das erste und vielleicht auch einträchtigste Fest ihrer jungen Nation feierten, den Tag der Unabhängigkeit. Von nah und fern kamen die Stammesmitglieder der 4 eingeborenen Königreiche in ihre Hauptstadt Kampala, um die Botschafter der Königin von England zu empfangen, den Herzog von Kent und seine schöne Gemahlin Catherine. Dank einer 60-jährigen geschickten Kolonialpolitik bot der Einzug der ehemaligen Kolonialherren ein Bild der Eintracht und Harmonie. Und dennoch wurden schon an diesem Tag zukünftige Sorgen erkennbar. Die Nationalgarde soll zwar eine Demokratie bewachen, aber der mächtigste Mann in Uganda ist König Mutesa II., ein eingeschworener Feudalherrscher.